Allah, der König und der Herrscher. Wir sagen Maliki Yawmiddin und wir sagen Maliki Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichts, beziehungsweise der König am Tage des Gerichts. Und Allah Ta'ala ist der Einzige, der beides vereint. Auf der einen Seite das Besitzen, ja, der Besitzer, der Herrscher in dem Sinne, Al-Malik, jemand, der etwas besitzt, und Al-Malik, der König. Denn ansonsten gibt es in der Welt Könige, das heißt, sie haben ein gewisses Ansehen, aber sie besitzen nicht. Oder es gibt andere, die besitzen mehr. Und andersherum gibt es Reiche, die sehr viel besitzen, aber politisch nicht herrschen. Ja, wir haben ja von dem einen Milliardär beispielsweise aus Russland gehört, der dort inhaftiert wurde von Putin. Jemand, der mehr besitzt, aber trotzdem weniger politische Macht hat. Aber Allah Ta'ala, er ist derjenige, der das Besitzen mit dem Herrschen, das Königsein mit dem Besitzersein absolut verbindet. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah, so wie es ihm gebührt, und sterbt nicht anders, denn als Gottergebene. Sprich, lebt nicht anders, denn als Gottergebene. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah und sprecht stets richtige, geziemende Worte. Und er wird euch eure Sünden vergeben und eure Taten segensreich fördern. Und derjenige, der Allah und seinem Gesandten folgt, gehorsam ist, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Liebe Geschwister, ich möchte mit euch heute mehrere Lektionen aus einem Vers thematisieren und eine Lektion aus mehreren Versen. Der Vers, den wir heute zentraler behandeln werden, ist in der 11. Sure. Und nach dieser 11. Und diese 11. Sure ist nach demjenigen benannt, der auch diese Worte nun spricht und die Allah Ta'ala im Koran auf ewig festgehalten hat. Das ist der 52. Vers in der 11. Sure. Schlagt nach, wie diese Sure heißt, und ihr wisst, wer diese Worte gesprochen hat. Und Allah Ta'ala hat diese Worte, wie gesagt, im Koran verewigt. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. O mein Volk, bittet Allah um Vergebung und wendet euch ihm reuevoll zu. Und er wird Regengüsse vom Himmel herabfallen lassen. Und er wird euch Kraft zu eurer Kraft hinzufügen. Und wendet euch danach nicht als Sündhafte, als Grenzüberschreiter, als Verbrecher ab. Bittet um Vergebung und wendet euch reuevoll Allah Ta'ala zu. Die Korangelehrten oder die Gelehrten im Allgemeinen haben festgehalten, dass es einen Unterschied gibt zwischen Al-Istighfar und At-Tauba, dem um Vergebung bitten und der Reue. Al-Istighfar bezieht sich auf eine vergangene schlechte Tat. Da sagt man, Allah, bitte vergib mir. Aber die Tauba, die Reue, schließt noch eine Absicht, einen Plan mit ein, nicht zurück zu dieser Sünde zu kehren. Oder im Allgemeinen zur Sünde zurückzukehren. Das heißt, Al-Istighfar ist auf die Vergangenheit bezogen und At-Tauba hat noch die Dimension der Zukunft. Und wenn man diese beiden Dinge miteinander verbindet, und das erste ist schon schwer, einfach um Vergebung bitten, für denjenigen, der noch keine starke Beziehung zu Allah hat. Aber wer beides miteinander verbindet, dem verspricht Allah Ta'ala zwei Dinge, ohne die es keine Entwicklung gibt, ohne die es kein Wachstum gibt, ohne die es keine Verbesserung gibt.
nämlich zum einen Voraussetzungen, symbolisiert im Regen. Und nicht nur Regen, sondern Regengüsse. Und auch Regen ist heutzutage noch sehr wichtig. Ganze Volkswirtschaften hängen davon ab. Wenn es nicht regnet, dann was passiert? Wir müssen einfach nur den Kreislauf, die einzelnen Stationen zu Ende denken. Das heißt, der Regen als Voraussetzung. Aber manchmal sind alle Voraussetzungen da, aber wir sind nicht fähig. Wir haben keine Kraft. Und Allah Ta'ala, er verspricht beides. Wenn ihr um Vergebung bittet und euch reuevoll eurem Schöpfer zuwendet, wird er euch Regengüsse herabsenden, reichlich Voraussetzungen, reichlich Mittel, und er wird euch Kraft zu eurer Kraft hinzufügen. Quwatan ila quwwatikum. Und diese Kraft, diese Fähigkeit, beziehungsweise in der Mehrzahl gesprochen, ist umfassend, umfassend. Und ihr wisst, manchmal gibt es pädagogische Ansätze, man möchte Menschen das um Vergebung bitten leicht machen. Man möchte es ihnen leicht machen, sich Allah Ta'ala reuevoll zuzuwenden. Deswegen spricht man sie mit etwas Weltlichem an, etwas, was jeder Mensch möchte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war auch großzügig gegenüber den Menschen, seinen Feinden wie auch gegenüber denjenigen, die ihm freundlich gesinnt waren. Und es gab damals Menschen, die nur aufgrund der Großzügigkeit von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muslime geworden sind, weil er ihnen ganze Herden geschenkt hat. Aber er sprach auch, dass wenn dann der Iman, die Überzeugung in der Religion gewachsen ist, werden diese Menschen auch wieder spenden von dem, was sie bekommen haben. Und in dem Zusammenhang möchte ich gewisses Wissen, was mir vermittelt worden ist, euch nicht verschweigen, auch wenn die eine oder andere peinliche Situation damit verbunden sein kann. Aber die Gelehrten haben sogar gesagt, dass damit die Manneskraft gemeint ist. Er wird euch Kraft zu eurer Kraft hinzufügen. Das heißt, da, wo einem das um Vergebung bitten schwer gefallen ist und die Reue einem schwer gefallen ist, fällt es vielleicht nun, nachdem man das gehört hat, vielleicht ein bisschen leichter. Aber darum geht es nicht. Aber für den einen oder anderen mag dies ein Einstieg sein, sich mal hinzusetzen und Allah Ta'ala um Vergebung zu bitten. Also er wird euch Kraft zu eurer Kraft hinzufügen. Und Kraft, das ist nicht nur, wie gesagt, etwas Körperliches, unabhängig jetzt von der einen Angelegenheit, die ich genannt habe. Es bedeutet Kompetenz, Stärke. Es kann intellektuelle Stärke sein, Geistesstärke sein, emotionale Stärke sein. Wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, nicht derjenige von euch ist stark, der im Ringkampf siegt, sondern derjenige, der seinen Zorn beherrschen kann. Diese großen Segnungen, liebe Geschwister, sind damit verbunden, wenn wir uns, Allah Ta'ala, reuevoll zuwenden. Und Allah Ta'ala erwarnt allerdings danach und sagt, kehrt nicht zurück, sündhaft, grenzübertretend, Verbrechen verübend. Warum? Was passiert, wenn man Voraussetzungen hat, Mittel hat, wenn man Stärke und Fähigkeiten hat? Ein großes Tor geht im Herzen auf, nämlich die Tür, hochmütig zu werden, die Tür zur Hochmut. Und so kann es passieren, dass man dann gerade sündigt, obwohl man so viele Gnaden von Allah Ta'ala bekommen hat, weil Hochmut ins Herz reingekommen ist. Und wir kennen die Geschichte, Hochmut kommt vor dem Fall. Iblis, der damals als Djinn, als Geisterwesen, aus Feuer erschaffen, trotzdem mit den Engeln Allah Ta'ala zusammen dienen durfte. Obwohl er ein Wesen mit freiem Willen war, und die Engel sind Wesen ohne eigenen Willen. Aber er wurde erhöht aufgrund seiner gottesdienstlichen Handlungen. Aber dann wurde er hochmütig. Er konnte sich nicht niederwerfen aufgrund eines Befehls von Allah gegenüber der neuen Schöpfung von Allah, Adam alayhi salam. Er war hochmütig.
Und das führte zu seinem Fall. Es kam vor, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er auf seinem Kamel geritten ist, beziehungsweise es war die Regel, dieses Kamel war auch von einem Stolz erfüllt. Und Kamele an sich sind besondere Tiere mit einer starken Persönlichkeit. Und dieses Kamel wusste wohl, dass auf ihm der Gesandte Allahs, der letzte entsandte Prophet, sitzt. Und es hatte einen gewissen Hochmut gehabt. Und es kam vor, dass dieses Kamel überholt wurde von einem anderen Kamel. Und jemand sagte, stopp, stopp, also das darf nicht passieren. Ja, das ist das Kamel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, lasst es zu. Weil in dieser Welt gibt es nichts, was Hochmut in sich trägt, außer dass es wieder sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt wird. Und sei es das Kamel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, da, wo du eine besondere Gabe bekommen hast, da ist auch die Gefahr begraben, dass du aufgrund dessen möglicherweise sündigst. Deswegen Allah warnt. Mit Kraft geht auch viel Verantwortung einher. Kennt ihr diesen Satz? Ich habe mit meiner Mutter einmal zusammen Spider-Man geguckt und der Satz, der blieb hängen. Ja, mit viel Kraft geht auch viel Verantwortung einher. Und zu den Gaben von Allah Ta'ala gehört, dass er einem nur so viel Kraft gibt, wie man auch kontrollieren kann. Und nur einem so viele Gaben gibt, oder die Gaben gibt, für die man auch dankbar sein kann, die man auch gebrauchen wird. Weil ansonsten muss man für mehr Rechenschaft ablegen, als man im Guten auch verwendete. Und Allah Ta'ala, er verspricht auch im Koran, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Und dein Herr hat verkündet, dass wenn ihr ihm dankbar seid, er euch mehr geben wird. Er wird euch mehr geben. Das heißt, Dank, Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Und Reue führt zu den Segnungen vom Allerbarmer. Das war eine sehr spirituelle Erklärung. Aber wir können auch eine weltliche, eine Human Resources Erklärung beisteuern. Was passiert mit jemandem, der ständig Gott um Verzeihung bittet, der bereut? Er erzieht sich zu einer Selbstkritik. Er sieht sich nicht immer im besten Licht. Er misstraut sich selbst in einem gesunden Maß oder auf eine gesunde Art und Weise. Das heißt, diese Person, sie wird sich verbessern. Weil diese Person einsieht, dass sie nicht perfekt ist. Aber die Person, die sich ständig hochlobt, die Person, die sich als vollkommen sieht, da gibt es keinen Grund zu verbessern. Wie denn auch? Verbesserung ist ja nicht möglich für diese Person. Das heißt, man wird zu einer gesunden Selbstkritik erzogen. Und diese Person spürt, meine Selbstkritik, die bringt mich weiter. Da, wo ich selbstkritisch bin, da spüre ich oder da sehe ich auch meinen Raum, den ich habe, um mich selbst zu verbessern. Das heißt, die Person versteht, Kritik ist etwas Gutes. Und wenn die Person dies verstanden hat, kann sie auch Kritik von anderen annehmen. Leichter annehmen, schneller umsetzen. Hat kein Problem damit, einen Ratschlag auch umzusetzen. Weil manchmal befolgen wir gerade deswegen Ratschläge nicht, weil wir wissen, dass sie funktionieren werden. Und dann am Ende schulden wir jemandem einen Dank. Oder unser Erfolg ist damit verbunden, dass uns jemand einen Ratschlag gegeben hat. Aber die selbstkritische Person, die wird diese Schwierigkeit nicht haben. Warum? Weil der Hochmut ist nicht in ihrem Herzen drin. Und das können wir auch bei den besonderen Prophetengefährten sehen. Sie haben diese Selbstkritik gehabt. Sie hatten die Kritikfähigkeit gehabt. Und sie konnten auch auf eine konstruktive, aufbauende Art und Weise aus Liebe heraus kritisieren. Hey, wir sehen beispielsweise das Tandem Abu Bakr und Omar. Möge Allah mit beiden zufrieden sein. Und die Leute hatten Angst davor, dass Omar Verantwortung übernehmen wird für den muslimischen Staat nach Abu Bakr. Und sie fürchteten seine Härte. Aber Omar gab auch zu verstehen,
ich war damals so hart, weil ich war der Partner von Abu Bakr gewesen. Und Abu Bakr, er hatte eine gewisse Milde gehabt. Und diese musste ergänzt werden durch eine starke Hand. Aber nun, wo ich Verantwortung trage und ich habe eher einen Hang dazu, etwas härter zu sein, sehe ich auch ein, dass ich milder werden muss. Und das ist etwas sehr Besonderes, liebe Geschwister, was wir aufbauen müssen. Wir müssen diese Gemeinde aufbauen, wo wir die Atmosphäre haben, dass wir füreinander das Gute wünschen. Dass wir einander auf eine positive, schöne Art und Weise kritisieren können, Ratschläge geben können. Das Wort Nasiha, wo der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, die Religion ist die Nasiha, der gute Ratschlag. Imam an-Nawawi hat gesagt, es gibt für dieses Wort kein Synonym in der arabischen Sprache. Wenn man jemandem vom Herzen, vom tiefsten Herzen etwas Gutes wünscht und ihm darauf aufbauend einen Ratschlag gibt. Und wir wissen, es gibt so viele Wörter in der arabischen Sprache, Synonyme und ja, das eine kann mit dem anderen beschrieben werden und so weiter. Aber er sagte, für dieses Wort, nichts kommt an dieses Wort heran. Nasiha. Aufrichtig rein. Und wir müssen uns fragen, haben wir das in unseren Familien? Haben wir das in unseren Freundeskreisen? Haben wir das in unseren Gemeinden? Und da, wo dies nicht verankert ist, und sei es ein was ganz Unwichtiges, Unbedeutendes, ein Fußballverein. Welcher Fußballverein wird weiterkommen? Der eine gesunde Verbesserungskultur hat, wo jeder an sich arbeitet und deswegen auch die Kritik als Bausteine für seine weitere Entwicklung verwendet. Und gleichzeitig auch Bausteine für den anderen gibt und Vitamine für den anderen gibt. Hier, das kannst du noch besser machen. Du machst es schon gut, aber das kannst du noch besser machen. Dieses Team, liebe Geschwister, wird viel weiterkommen als irgendein anderes Team, wo jeder meinte, er wäre der große Star in der Abwehr, im Sturm, im Tor und so weiter. Und er braucht niemanden und nichts. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, wir brauchen in unseren Familien, wenn wir unsere Kinder erziehen, brauchen wir auch eine Kultur, eine Einstellung, eine Philosophie den einfachen weltlichen Fehlern gegenüber. Wie sollen unsere Kinder selbstbewusst werden, wenn wir sie für jeden Fehler, den sie machen, runtermachen? Sondern nein, wir sollen wissen, ja, 10 Tassen werden kaputt gehen und 20 Teller werden kaputt gehen und es wird 100-mal gekleckert werden und man wird 30-mal Dinge sagen müssen. Aber weißt du was? Es ist schön. Weil eines Tages wirst du selbstständig sein. Und es ist eine gute Rückmeldung, ein gutes Zeichen, dass wenn ein Kind irgendetwas kaputt macht, es von selber aus lächelt und sagt, ist nicht schlimm. Warum? Weil es von den Eltern immer gehört hat, ist nicht schlimm und dabei wurde gelächelt. Kann mal passieren. Und dieses Kind, wenn es dann einen Fehler gemacht hat, wenn es vielleicht mal schwach geworden ist, und die Welt da draußen ist sehr stark in Sachen Einladungen zum Schlechten, wird zum Papa hingehen können, wird zu Mama hingehen können und sagen, Mama, Papa, ich hab doch einen Fehler gemacht. Und Mama und Papa können dann dieses Kind aufbauen. Aber wenn schon die Angst so groß ist, ich kann mit Papa, ich kann mit Mama nicht darüber reden, dann wird das schlechte Gewissen noch größer. Und dann, um dieses schlechte Gewissen wieder loszuwerden, ja, eignet sich vielleicht eine Einladung vom Scheitan, denkt dann diese verführte Person. Einfach mal abschalten, mal Ablenkung haben, nicht immer diesen Druck. Und so verlieren wir unsere Kinder, verlieren wir unsere Jugendlichen, weil wir diese vertrauensvolle Beziehung nicht haben. Weil wir dem Kind nicht zu verstehen gegeben haben, du kannst mal Fehler machen. Und wenn du sie machst, du wirst davon profitieren, wenn du mit mir darüber sprichst. Weil ich bin der erfahrene Vater. Ich bin der liebevolle Vater. Das ist Mama. Ja? Erfahrung, voller Erfahrung, ohne alt zu sein. Mamas sind nie alt, ja? Zeitlos. Und sowieso immer liebevoll. Ich habe keine Uhr da und ich tendiere immer dazu zu überziehen. Was haben wir? Gut. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige,
der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, das war der eine Vers, aus dem wir eine Menge lernen können, den wir praktizieren wollen, aus welchen Gründen auch immer, um uns dann zu den besseren Gründen hinzuarbeiten. Nun habe ich euch mehrere Verse vorbereitet. Hört sie euch an im Arabischen, hört sie euch an in der ungefähren Bedeutung und macht euch euer eigenes Bild. Was wollen uns diese Verse insgesamt vermitteln? In Bezug auf die Person an sich. Eine Person an sich. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wer bereut, nachdem er Unrecht getan hat, und es wieder gut macht, so nimmt Allah seine Reue gewiss an. Allah ist allvergebend und barmherzig. Im Kontext der Ehestreitereien. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. So ist es keine Sünde für sie, sich in Frieden zu einigen, denn friedliche Einigung ist gut, ist besser. In Bezug auf Kindererziehung. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Und gib mir Rechtschaffenheit in meiner Nachkommenschaft und wende mich dir ja in Reue zu. Ich wende mich dir ja in Reue zu und ich gehöre zu den dir Ergebenen, zu den Muslimen. In Bezug darauf, Waisenkinder zu unterstützen. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Und sie fragen dich nach den Waisen. Sag, ihre Lage zu verbessern, ist etwas Gutes, ist förderlich, ist besser. In Bezug auf die Beziehungen unter den Muslimen. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. Sie fragen dich nach der zugedachten Beute. Sag, die zugedachte Beute gehört Allah und dem Gesandten. So habt Ehrfurcht vor Allah und stiftet Frieden untereinander und gehorcht Allah und seinem Gesandten, wenn ihr Gläubige seid. Und in Bezug auf das Wirken der Muslime in der Menschheit insgesamt, unter den Menschen im Allgemeinen. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. Und macht nicht Allah mit euren Eiden zu einem Hinderungsgrund, gütig und gottesfürchtig zu sein und Frieden zwischen den Menschen zu stiften. Allah ist allhörend und allwissend. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah und sagt treffende Worte, so lässt er eure Werke als gut gelten, er fördert eure Werke, schenkt ihnen Segen und vergibt euch eure Sünden. Diejenigen, die ein Ohr für das Arabische haben, werden festgestellt haben, das Wort Islah wurde immer verwendet. Es geht immer darum, etwas besser zu machen, Frieden zu stiften, etwas zu fördern, etwas gedeihen zu lassen. In all diesen Versen, in Bezug auf sich selbst, in Bezug auf Familienangelegenheiten, in Bezug auf
die muslimische Gesellschaft in Bezug auf die Menschheit. Und Allah Ta'ala selbst, er verwendet dieses Verb in Bezug auf seine eigenen Taten. Allah selbst, er verbessert, er fördert, er segnet. Mit diesem Wort verbunden. Das heißt, wir Muslime, wir gucken nicht, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer, sondern wir gucken, wie können wir dieses Glas voller machen. Wir gucken, und was können wir dann mit diesem Wasser auch anstellen? Weil wir haben diese Einstellung, wir wollen verbessern. Wir wollen Entwicklung. Wir wollen vorankommen. Wir wollen uns verbessern. Wir wollen eine bessere Umwelt schaffen, ein besseres Miteinander schaffen. Auch in technischen Angelegenheiten, und sei es in Restaurants, sei es in irgendwelchen Dingen, die wir vielleicht gar nicht als wichtig ansehen. Habt ihr diese Nachricht gehört vor 2-3 Wochen? Ist ein berühmter Erfinder gestorben, der hat über 1000 in Deutschland, hat über 1000 Patente angemeldet, unter anderem den Dübel. Ja, wenn man irgendwo ein Bild aufhängt oder so, man bohrt was rein, dann tut man den Dübel in die Wand reinstecken und dann kommt die Schraube rein. Der hat über 1000 Patente gemacht. Das ist eine muslimische Herangehensweise. Wie können wir diese Welt hier verbessern? Wie kann ich etwas Gutes machen? Und wenn wir diese proaktive Einstellung haben, uns selbst geht es gut. Weil um uns herum, und das war auch der Anlass dieser Rede, zuerst mich wieder aufzubauen, ja, wir werden doch verrückt oder nicht? Wir werden doch depressiv oder nicht? Egal wo wir hinschauen, überall Schwierigkeiten, Herausforderungen und Schwäche von Muslimen und puf. Aber das soll uns niemals runterziehen. Sondern wir sollen schauen, was kann uns Allah Ta'ala näher bringen? Wie können wir stärker werden? Und wie können wir zu denjenigen gehören, die einen Unterschied zum Besseren ausmachen? Darum geht es doch in Wirklichkeit. Und danach wird Allah Ta'ala uns auch fragen. Nicht nach dem Ergebnis, liebe Geschwister. Und dadurch, dass wir für eine Besserung sorgen, nicht nur für uns, sondern auch für andere, werden wir selber einen sehr besonderen Schutz erhalten, liebe Geschwister. Allah Ta'ala verspricht im Koran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Und dein Herr hätte die Städte niemals zu Unrecht vernichtet, während ihre Bewohner Heilstifter waren. Muslihun. Ja, ihr seht, dieses Wort wird verschieden übersetzt, weil es so bedeutungsreich ist. Wenn du ein Salih bist, das ist schon gut, dann bist du gut für dich selbst. Salih. Aber ein Muslih, allein grammatikalisch, das ist eine aktive Einheit. Das ist ein Motor, das ist ein Beweger. Das ist jemand, der kommt in den Raum und er ändert den Raum. Und Allah Ta'ala fordert dies von uns. Und er verspricht uns einen besonderen Schutz. Wenn ihr für Gutes sorgt, für andere, sogar in dieser Welt erhaltet ihr einen besonderen Schutz. Weil Allah Ta'ala niemals hat Strafe herabkommen lassen in dieser Situation, dass es Menschen gab, die Gutes gestiftet haben. In diesem Kontext, das ist auch in der 11. Sure, benannt nach demjenigen, der die ersten Worte gesprochen hat. Und ich möchte nun auch mit aus der 11. Sure von dem jeweiligen Propheten Worte wiedergeben, die zusammenfassend wirken in Bezug auf das, was wir vorher gesagt haben. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. Er sagte, schlagt nach, wie heißt die 11. Sure? O mein Volk, was meint ihr, wenn ich mich auf einen klaren Beweis von meinem Herrn stütze und er mir eine schöne Versorgung gewährt hat? Er war ein Gesandter Allahs. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ. Und ich will mich von euch nicht unterscheiden, indem ich das tue, wovon ich euch abrate, was ich euch verbiete in der Funktion als Gesandter Allahs. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. Ich will nichts
außer Besserung, soweit ich sie zu erreichen vermag. Was eine Einstellung. Ich will nichts. Dieser Prophet reduziert sein gesamtes Wirken, seine gesamte Existenz auf diesen einen Satz. Ich will nichts außer Besserung, soweit ich sie zu erreichen vermag. Wa ma tawfiqi illa billah. Und der Erfolg, er kommt nur von Allah einzig und allein. Das heißt, wir werden nicht danach gefragt, ob wir die Ergebnisse erzielt haben, aber wir werden danach gefragt, ob wir versucht haben, sie zu erreichen. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Auf ihn vertraue ich und ihm wende ich mich reuevoll zu. Ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim. Wir bitten dich mit all deinen Namen, die wir kennen, die wir nicht kennen, die wir noch lernen müssen, O Allah, und die du bei dir im Verborgenen behalten hast. Bitte segne den Propheten Muhammad und seine Familienmitglieder und alle weiteren Gesandten und Propheten und lasse uns zu den Gefolgsleuten eben dieser zählen und vergib uns unsere Sünden und die Sünden unserer Eltern und Familienmitglieder und Glaubensgeschwister und schenke all den Menschen Rechtleitung, die nach deinem Licht suchen, O Allah, und lasse uns Träger deines Lichts sein. Allahumma Amin. O Allah, bitte steh all den Menschen bei, die schwer geprüft sind, O Allah, die Trost brauchen, die Beistand brauchen, die verzweifelt sind. Bitte heile die Kranken, bitte beschütze die Unterdrückten, bitte schenke den Flüchtenden Geborgenheit und Heimat, O Allah. Bitte helfe uns als Menschen zusammenzuhalten, dass wir von dem geben, was wir haben, O Allah, und gerne geben, O Allah, und reich dadurch werden, was wir anderen geben, O Allah, und nicht geizig aufgrund dessen werden, was wir zurückbehalten. O Allah, bitte schütze die Bekriegten und bitte befreie die Gefangenen und die Gefolterten und bitte schenke uns Frieden und Selbstbestimmung, O Allah, und stehe den stark geprüften Geschwistern bei, wo immer sie auch sein mögen, O Allah, sei es in Tschetschenien, sei es in Palästina, sei es in Syrien, sei es im Irak, sei es in Somalia oder in Ägypten oder überall, O Allah. Bitte dort, wo wir unterdrückt sind, bitte helf uns gegen unsere Unterdrücker. Und dort, O Allah, wo wir Kraft haben, bitte lass uns selber nicht zu Unterdrückern werden. O Allah, bitte gib uns all das, was der Prophet von dir beten hat, sallallahu alaihi wasallam, und schenk uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, bei dir um Zuflucht und um Schutz gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.